Hallo Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man vegetarische Zucchini-Bratlinge zubereitet mit ganz einfachen Zutaten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, und das sind die Zutaten. Dafür brauchen wir 3 mittelgroße Zucchinis, 3 Karotten, einen halben Bund Lauchzwiebel, ein bisschen Käse, Paniermehl, Mehl und Eier. Und natürlich Salz und Pfeffer. Als erstes schneiden wir bei den Zucchinis die Enden ab. Dann nehmen wir so eine Küchenreibe und reiben die Zucchini da rein. Jetzt schälen wir die Karotten. Und jetzt reiben wir die Karotten auch in die Schüssel rein. Nachdem wir die Karotten reingerieben haben, kommt ein sehr wichtiger Schritt. Drücken einmal ganz fest hier drauf und leeren den Saft aus, dass wir eine bessere Konsistenz kriegen. Jetzt nehmen wir die Lauchzwiebel, schneiden hier die Enden ab, schneiden die in kleine Ringe. Die Lauchzwiebel geben wir auch hier mit rein. Jetzt nehmen wir die Eier und vermischen die mit dem Mehl. Jetzt geben wir die Masse auch hier mit rein. Ein bisschen geriebener Käse, Salz, Pfeffer. Jetzt können wir die Masse vermischen. Wir kneten die schön. Und jetzt können wir noch ein bisschen Paniermehl mit dazugeben. Die Masse ist fertig für die Zucchini-Bratlinge und jetzt können wir sie formen. Jetzt habe ich eine Pfanne genommen, habe etwas Öl rein. Jetzt formen wir die Bratlinge. Wir machen erst eine Kugel. Dann pressen wir sie etwas. So, und jetzt können wir den ersten reinlegen. Zweiten. So, nach ein paar Minuten können wir die wenden. So sollte es dann von beiden Seiten aussehen. Ihr könnt es ruhig mehrmals wenden. Und so sieht das Ganze dann aus, Freunde. Jetzt probiere ich mal. Boah. Das schmeckt richtig gut. Macht das auf jeden Fall nach. Das ist auf jeden Fall super einfach. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch in die Infobox. Vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wenn das Ganze euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.